Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Heute grüße ich Sie hier von meinem Schreibtisch, meinem Büro. Mein Schreibtisch ist so etwas wie meine Werkstatt, wie ein Kreativort, an dem mir viele gute Ideen kommen. Hier schneide ich zum Beispiel die Filme, die Impulse und die anderen Dinge. Aber hier entstehen auch in der Regel meine Predigten. Hier telefoniere ich, schreibe ich Briefe, schreibe ich auch meine Bücher. Und von daher ist dieser Ort für mich Arbeitsplatz, aber auch ein Ort der Inspiration. Vielleicht die Fische hinter mir und vor mir, Sie können es nicht sehen, sie helfen mir bei dieser Inspiration. Diese Zeit, in der wir momentan sind, für viele ist sie bedrückend und sie empfinden diese Zeit vielleicht als eine Zeit des Leerlaufs. Manche aber empfinden diese Zeit auch als Chance, als Zeit, neue Dinge auszuprobieren, auch als Zeit der Kreativität. Genauso empfinde auch ich diese Zeit. Sie gibt mir Gelegenheit, Dinge auszuprobieren, Neues anzupacken und eine neue Sichtweise zu gewinnen. Und so möchte ich diese Zeit auch sehen, als positive Zeit, als Zeit, in der ich die göttliche Kraft der Inspiration, die göttliche Schöpfungskraft in mir erfahre und ausprobieren darf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.